anfängt zu arbeiten. Alter, ich hab gerade. Wie lange. Kann ich irgendwie einsehen, wie lange ich in dem Programm gerade drin bin? Ich war heute auf um die 67, 68 Seiten von meinem Buch und ich bin jetzt einfach mal auf Seite 90. Also ich glaube, ich habe heute genug gearbeitet. Dazu habe ich auch noch, und ich habe zwischenzeitlich sogar noch gestreamt. Also ich glaube, für heute reicht's. Hol ich mal aus. Ich habe jetzt aufgehört, weil ich habe echt... Mir tut der Arm total weh, hier richtig so, mir zieht hier richtig so den Muskel. Das habe ich jetzt schon seit 3 Tagen, spüre ich das schon, und jetzt wird's, heute ist das richtig krass. Das ist richtig hier, das zieht richtig von hier so über den ganzen Arm, aber ich spüre das nur hier in der Schulter. Ich schreibe eigentlich ständig irgendwelche Bücher. Habe ja ursprünglich schon mal ein Buch geschrieben, was die Hater leider irgendwann in die Finger gekriegt haben. Antwort auf die Träume haben sie dann verfälscht irgendwo im Internet oder so verbreitet und verkauft. Allerdings ist das nicht die Originalvariante und ich schreibe momentan dieses Buch neu. Ich habe jetzt vor 4 Tagen oder was an. Donnerstag. Was ist heute? Samstag. Mittwoch habe ich angefangen damit. Und seit Mittwoch schreibe ich jetzt an diesem Buch. Und schreibe jeden Tag mehrere Stunden daran. Das Originalbuch hat 100, irgendwas mit 100, 120 Seiten, irgend sowas. Guten Morgen, schönen guten Morgen. Guten Morgen, schauen wir auf die Uhr. Es ist eher noch gute Nacht. Jedenfalls sitze ich da jetzt seit Tagen dran. Ich bin jetzt gerade, seit jetzt bin ich ich bin jetzt auf der Seite 90. Also ich habe jetzt 90 DIN A4 Seiten geschrieben von dem Buch. Die Geschichte geht noch ungefähr nochmal so lang, mindestens. Also es wird auf jeden Fall noch ordentlich. Das war 100%ig Haken. Nee, es ist Benetic. Was zur Hölle? 4000 Barren, ihr Wahnsinnigen! Nee, 4000 Likes, Entschuldigung, nicht 4000 Likes, 250 Barren. Boah, ihr Wahnsinnigen! Vielen, vielen lieben Dank. Nick, Dankeschön für 1000 Barren, jetzt war dieser für doch mal 1000 daraus. Ihr Wahnsinnigen! Vielen, vielen lieben Dank. Ich hab schon voll den Abdruck am Arm. Ich habe jetzt die ganze Zeit eine Geschüttung schon untergelegt. Dankeschön, Nick. Alexa, zeig mir Eingang. Von was zur Hölle? Wer zur Hölle haut jetzt ein Schwein raus? Hagen. Ihr Wahnsinnigen. Hagen, du bist doch absolut krank. Der haut ein Skype mal 13.000 Barren raus, ihr Verrückten, Alter. Alter Falter, hey. Geht voll ab. Boom, boom, boom. Alexa, schalt das Licht im Arbeitszimmer auf grün. Forever. Entschuldigung. Oh, ich bin ein alter Mann. Alexa, zeig mir Einfahrt. Sieht man das Licht überhaupt? Nee, ne? Nick, du verrücktes Huhn, Alter! Jetzt haut er hier eiskalt auch nochmal 13.000 Barren raus! Ist ja wahnsinnig! Da kann man so einfach hinsetzen und abschalten! Wer zur Hölle? Nick, du Wahnsinnige! Jetzt hau dir ernsthaft nochmal 5000 Likes raus!
Ich hab eigentlich ein Gefühl, diese Stelle würde mit Blockflöte richtig geil kommen. Ihr seid so wahnsinnig, Leute. Alter, ohne Scheiß, jetzt hauen sie euch das Riesenrad hinterher. Alter, vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Ihr seid die absolut besten, Leute. Ich meine das ernst. Ohne euch hätte ich wahrscheinlich schon lange das Handtuch geworfen. Dankeschön. Wirklich, danke. Boah, ey, ohne Scheiß. Schaut mal, ich finde es so geil gerade. Es sieht so Bombe aus. Das ist ein roter Teppich. Ja, der Teppich ist rot. Und er sieht so geil aus. Man könnte meinen, ich bin auf Droge, ey, so wie ich gerade abgehe. Aber ich bin heute generell ganz merkwürdig. Ich war heute mit einem Kumpel kurz unterwegs. Und ich schreie die ganze Zeit. Mit meinem Kumpel unterhalten, mir ein paar Storys erzählt, was so passiert ist in so einer letzten Zeit. Und ich habe die ganze Zeit geschrien. Ich weiß gar nicht warum. Oder liegt es am Energy Drink vielleicht? Kann ich mal bei dir vorbeikommen? Nein, bitte nicht bei mir vorbeikommen. Und ich habe auch festgestellt, weil ich wieder mehr meine eigene Musik höre und nicht im Stream jetzt so die Sachen von euch spiele. Aber ich habe festgestellt, seit ich wieder mehr meinen eigenen Musikgeschmack, meinen eigenen Rhythmus wieder habe, bin ich auch wieder viel kreativer. Auch was meine Bücher angeht. Vor allem was meine Bücher angeht. Louis, danke für die 500 Bananen! Warte mal ganz! Ach, das ist ein Schatten! Digga, hä? Was ist da los? Um dein Leben! Ah, Hilfe! Gerade lustig. LOL! Warte, Digga! Dankeschön. Abo-Chat wie immer! Was? Wir haben kein Abo-Chat an. Also, ich schreibe kein Abo-Chat an. Nick! Alter, Nick, ey! Du Wahnsinniger! Verrückter! Halt doch, hau doch nicht so viel raus, ey! Vielen Dank! Ey, Nick, Mats. Die haben 2008. Die haben ein neues Album gemacht, Alter! Die haben ein neues Album gemacht! Was? Die haben ein neues Album! Geil! Enigma 2018, was? Alter! Episch! Alter! Entschuldigt mal, das wird jetzt ein bisschen brutal für euch. Also ich hoffe, ihr könnt mir das für eine Sekunde nachvollziehen. Ich muss das mal kurz voll aufdrehen. Alter, der Bass ist auf minus 1 und ich spüre den Bass sogar im Sofa, wo ich drauf sitze, Alter. Hast du keine Nachbarn? Ich kann auch ungefähr doppelt so laut machen, bevor meine Nachbarn sich beschweren können. Der Vaporwave ist ein Teil der Electronic. Von Electronic. Ja, das denke ich mir schon. Wie gesagt, früher hat es nur Electronic geheißen. Früher gab es sowas wie Wave, gab es ja früher nicht. Das hat damals einfach nur Wave geheißen. Oder, ich glaube, Wave gab es damals sogar schon. Wobei das damals alles ein wenig so unterkategorisiert noch war. Es ging eher so, da war eher so der Überbegriff war einfach Gothic, glaube ich. Gothic und Electronic war das damals so. Und das hat sich dann in verschiedene Genres noch gegliedert irgendwann. Als ob du eine Nebelmaschine hast. Hä? Hast du denn aufgepasst? Natürlich habe ich eine Nebelmaschine. Geile Beats sind, ey. Ohne Scheiße, Enigma hat so drauf. Wenn ich tatsächlich nicht so viel an meinem Buch schreiben würde, würde ich wahrscheinlich mehr Zeit darauf verwenden, ne? Würde ich wahrscheinlich mehr Zeit darauf verwenden, momentan Overwatch zu streamen, jetzt an Halloween. Aber so bin ich kaum bereit für meinen Stream oder für meine Let's Play Streams momentan, mein Buch zur Seite zu legen. Tatsächlich habe ich heute sogar überlegt, ob ich andere Sachen absage, nur wegen dem Buch. Wenn es rauskommt, werde ich euch auch auf YouTube und so weiter und auch im Stream Bescheid geben. Entweder es kommt als Download-Version oder ich schaue mir, ob ich es vielleicht richtig in einem Laden auch anbiete. Mal gucken. Es kommt darauf an, wie gut sie sich verkaufen. Und wenn sie sich wirklich in einem Laden verkaufen, also wenn sie wirklich in einem Laden verkauft werden oder so, dann wird es, denke ich, mit Sicherheit auch ein paar signierte Exemplare geben.
Weißt du was? Wenn ich wirklich platzen würde, würde ich die ganze Welt mitnehmen. Also solltest du lieber hoffen, dass ich nicht platze. So fett wie ich bin, reiße ich wahrscheinlich das halbe Sonnensystem mit. Hört sich scheiße an bei mir. Ach, ich bin schlecht im Beatboxen. Der neue PC läuft, mal abgesehen von der Grafikkarte, die noch fehlt. Aber wenn ihr so weitermacht wie jetzt gerade, dann kann ich mir diese Grafikkarte nächsten Monat letztlich leisten. Was sau cool wäre, weil dann könnte ich nämlich meinen PC fertig machen. Im Moment ist er leider noch ein bisschen langsam, weil das Betriebssystem noch auf der alten Festplatte läuft und nicht auf der neuen SSD. Und der PC noch nicht formatiert ist, weswegen natürlich auch ein paar Probleme entstehen. Die Grafikkarte fehlt noch. Und dann würde er wahrscheinlich richtig gut laufen. So einen richtig geilen Beat, aber der war jetzt so geil. 4, 3, wieder 4, wieder 3. Dann 2, dann ein kurzer, 2 schnell, dann einer kurz. Das ist voll krass. Das wechselt auch zwischen der linken und der rechten Box, ne? Der Sound. Der wechselt zwischen den Hauptboxen links und rechts immer hin und her. Muss ich auch wieder machen, ja. Schaut nämlich schon wieder grauenhaft aus. Muss ich nachher mal entlacken. Kann ich nachher mal machen. Aber mich juckt es eigentlich nicht groß, weil ich sehe meine Finger eh nicht so groß. Nur beim Schreiben ab und zu mal kurz, aber da schaue ich auch mehr auf das, was ich schreibe, als auf meine Tastatur. Was macht der geile Typ da? Keine Ahnung. Hockt er hinter mir? Rauch Shisha, was keine Nebenmaschine mehr. Ansichtssache. Können wir das Buch trotzdem schon vorbestellen? Nein, ihr könnt nichts vorbestellen, weil ich nicht weiß, ob es veröffentlicht wird. Alexa, zeig mir die Einfahrt. Wieso schreibst du ein Buch und wir können es dann nicht lesen? Wer sagt denn, dass ich das Buch für euch schreibe? Vielleicht schreibe ich das Buch einfach für mich. Crowdfunding schreibe ich. Mach keine. Okay, es reicht. Leute, lasst es gut sein. Ich schreibe sie für mich. Und wenn ich bereit bin, sie zu veröffentlichen, dann werde ich es tun. Und wenn nicht, und vielleicht bin ich nie dazu bereit, dann habe ich sie einzig und allein für mich geschrieben. Vom Schlafen gehen werde ich, denke ich, noch duschen. Ich habe Hunger, merke ich gerade. Ich habe noch eine Suppe in der Küche, die mache ich mir schnell warm nachher. Aber die habe ich versalzen, da muss ich ein bisschen Wasser reinkippen. Alles klar, Leute. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Nacht. Ich hoffe, ihr habt alle noch euren Spaß und habt alle noch... Na, das ziehe ich dann gleich raus, dann ist es aus. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend, eine gute Nacht und ich hoffe... Danke schon, danke, bitte, kein Problem. Und macht keinen Blödsinn, ja? Und wünsche euch noch einen restlichen schönen Samstag. Genau. Alles klar. Bis dahin. Ich muss ja nach